Die Humboldt-Universität in Berlin. Sie hat in der Exzellenzinitiative in allen drei Förderlinien erfolgreich abgeschlossen. Hallo, ich bin der Michael. Ich studiere hier an der Humboldt-Universität Europäische Ethnologie, Politikwissenschaft und Soziologie schon im 20. Semester. Ich finde das nicht schlimm, ich stehe dazu. Ich habe ganz viele Sachen nebenbei gemacht, aber ich kenne mich hier auf dem Campus deswegen jetzt ganz gut aus. Und ich zeige euch mal so ein paar Orte, wo ich in den letzten 10 Jahren ganz viel Zeit verbracht habe. Ja, an diesem super sensitiven Hightech-Touchscreen-Table kann man die einzelnen Standorte von der Humboldt-Universität erkennen. Und man sieht halt, dass die HU keine Campus-Uni ist, sondern 3 große Standorte hat über die ganze Stadt verteilt. Den Campus Nord, da sitzen die Mediziner, das Hauptgebäude, in dem wir uns gerade befinden. Und ein bisschen weiter draußen, außerhalb des S-Bahn-Ringes, den Campus Adlershof, vor allem mit den Mathematikern und den Geografen. Es gibt noch ganz viele kleine andere Standorte, einzelne Institute und Fakultäten und Hörsäle über die ganze Stadt verteilt. Das ist ein bisschen schwierig, sich da den Überblick zu verschaffen und den Überblick zu behalten. Aber auf so einen Karten kann man sich dann doch immer ganz gut orientieren. Die Humboldt-Universität hat über ganz Berlin oder den ganzen Innenstadtbereich verteilt diverse Mensen und Cafeterien stehen. Das hier ist zum Beispiel die Mensa Süd, die Berliner Zeltmensa. Das ist eine Übergangslösung, weil die eigentliche Berliner Mensa Süd gerade renoviert wird. Die Mensa Nord ist schon neu renoviert. Das ist die größte und schickeste der Berliner Mensen. Und die Mensen sind auch ganz wichtig für die Studierenden, weil Berlin so groß ist, dass es einfach viel längere Fahrtzeiten und Fahrtwege hat. Und wenn man einen Tag Uni hat, egal wie viel Freistunde dazwischen ist, dann lohnt es sich meistens nicht, noch mal nach Hause zu fahren. Und man ist dann einfach auf diese Mensen angewiesen, um dort Mittag zu essen, nachmittags einen Kaffee zu trinken, abends noch mal irgendwie ein heißes Würstchen oder eine Suppe reinzuziehen, damit man überhaupt über den Tag drüber kommt. Als ich in Berlin angefangen habe zu studieren, da hatte noch jedes Institut, fast jedes Institut seine eigene kleine Fachbibliothek im eigenen Gebäude. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Das wurde alles zusammengefasst in eine große neue Zentralbibliothek. Das ist das Jakob- und Wilhelm-Grimm-Zentrum in der Mitte der Stadt, genau an der Friedrichstraße, wo alle Bücher in einer riesigen Kathedrale mit Lesesälen und langen, langen Fluren alle zusammengefasst sind. Das ist eine super Bibliothek, sieht sehr schick aus, ist sehr monströs und man kann dort alles finden, was man so braucht. Das wird auch sehr gut angenommen. Leider ein bisschen besser, als wir uns das hier an der HU gedacht haben. Die Bibliothek ist für 2500 Besucher ausgelegt. Aber vor allem gegen Nachmittag drängen sich bis zu 5000 Studierende an die Leseplätze und bereiten sich auf ihre Fächer vor. Was aber cool ist, man findet da wirklich alles an einem zentralen Ort, was man zum Studieren braucht. Bücher, CDs kann man ausleihen, Zeitungen kann man kostenlos lesen, Magazine kann man ausleihen. Und es gibt eine leckere Cafeteria im Erdgeschoss, wo es dann auch irgendwie einen Kaffee gibt für die Pausen zwischendurch. Sogar an die Kleinsten wurde gedacht und ein extra Raum für Eltern mit Kind bereitgestellt, damit auch der Nachwuchs schon mal mitschmökern kann. Noch heute gilt die 1810 gegründete Berliner Universität als Mutter aller modernen Universitäten. Humboldts Ideen waren damals schon die enge Verbindung von Forschung und Lehre, freie Wissenschaft um ihrer selbst willen und Persönlichkeitsformung. Diese Gedanken erwiesen sich als erfolgreich und ließen viele Universitäten gleichen Typs entstehen. Es ist eine Volluniversität, wie es so schön heißt. Sie hat das ganze Spektrum der akademischen Disziplinen, von den Geistes- und Sozialwissenschaften über die Theologie bis hin zu den Naturwissenschaften und der Medizin. Es ist eine große klassische Universität, die in diese Fakultäten gegliedert ist und die deswegen sehr reizvoll ist, weil sie jede Menge Plattformen zur interdisziplinären Zusammenarbeit bietet. 29 Nobelpreisträger wie Max Planck, Robert Koch oder Fritz Haber haben hier geforscht. Otto von Bismarck, Heinrich Heine und Karl Marx waren als Studierende an der Universität eingeschrieben. In der Exzellenzinitiative hat die Uni in allen 3 Förderlinien erfolgreich abgeschnitten. Der Cluster Bildwissengestaltung versucht erstmals in einem weit interdisziplinären Zusammenhang, das Bild nicht nur als eine Wiedergabe von etwas, also als eine Repräsentation wahrzunehmen, sondern als ein Medium, das die Sache gestaltet, die sie wiedergibt. Wir suchen nach den produktiven Wissenspotenzen der Bilder.
Das Labor ist ein Zusammenschluss aus Geistes-, Natur- und Technikwissenschaften, der Medizin und auch der Gestaltungsdisziplinen Design und Architektur, die in verschiedenen Projekten zusammenarbeiten. In unserem Projekt, das ist ein Gemeinschaftsprojekt von Kunsthistorikern, Physikern und Architekten, beschäftigen wir uns mit einem Laborneubau und gehen vorher auf Reisen, um uns darüber zu inspirieren oder auch zu forschen, ob Laborbauten immer nur funktionale Bauten sind oder ob es da auch einen funktionellen Überschuss gibt im Sinne von kultureller Prägung, Kommunikationsstrukturen oder auch ästhetischen Fragen. In der Modellwerkstatt werden dann die Ideen dreidimensional visualisiert. Die Zusammenarbeit ist so gedacht, dass wir schon hier die Hauptansprechpartner sind, aber auch möglichst sozusagen Hilfeleistung geben für die wissenschaftlichen Mitarbeiter hier, um sozusagen zu erklären, wie das funktioniert, welche Dateien man da anlegen muss und sozusagen Ideen umgesetzt werden können in die Realität, also in Materialität. Insgesamt werden hier 8 Graduiertenschulen von der Exzellenzinitiative gefördert. Teilweise in Zusammenarbeit mit der Freien, der Technischen Universität Berlin sowie anderen Forschungseinrichtungen. Wie zum Beispiel die Graduiertenschule Berlin School of Mind and Brain. Sie befasst sich mit Fragen, die das Gehirn und den Geist betreffen. Konkret geht es dabei darum, dass hier Neurowissenschaftler, also Gehirnwissenschaftler, Neurologen, Psychiater, Psychologen, Linguisten und Philosophen, Philosophinnen zusammenarbeiten. Jeder Doktorand hat ein spezielles Projekt, das dann auch einer bestimmten Disziplin, einer Wissenschaft zugehörig ist. Aber es ist die Erwartung bzw. eine Bedingung auch für die Förderung eines Projektes hier, dass immer ein Aspekt dabei ist, der eine andere Wissenschaft oder eine andere Disziplin betrifft. Die Charité, Universitätsmedizin Berlin, ist auch am Cluster beteiligt. Mit der Humboldt-Universität und der Freien Universität zusammen ist sie das größte Universitätsklinikum Europas. Im Institut für Biologie im Bernstein-Zentrum wird auch erforscht, wie die biochemischen Vorgänge im Gehirn besser zu verstehen sind. Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich unter anderem mit sozialem Verhalten bei Ratten. Was wir hauptsächlich wissen wollen, ist, wie soziales Verhalten in der Großhirnrinde präsentiert ist. Und dann kann man eben später Krankheiten wie zum Beispiel Autismus besser verstehen, um zu wissen, in welche Region ist betroffen oder was ist eben bei diesen Patienten anders als bei gesunden Menschen. Berlin hat zwar wahnsinnig viele Studenten, aber insgesamt hat die Stadt ja 3,6 Millionen Einwohner. Und deswegen ist Berlin keine Studentenstadt. Und das heißt, du kannst hier als Student halt auch dich schön in der Stadt integrieren und mit der Stadt verknüpfen und bist nicht so eingeschlossen in deinen universitären Mikrokosmos, sondern du hast ganz viele Möglichkeiten, mit dem Rest der Stadt zu interagieren und auch mal was anderes kennenzulernen außerhalb von der Uni. Ich würde hier studieren wegen des breiten Fächerspektrums, der Vielzahl der akademischen Begegnungen und Inspirationen. Ich würde wegen des intellektuellen Klimas hier studieren, auch wegen der großen Geschichte, also der Reputation der Humboldt-Universität zu Berlin. Und ich würde hier studieren, weil die Universität mitten im Herzen der Bundeshauptstadt liegt, an einem ganz traditionellen Ort unter den Linden 6. Vielleicht habt ihr ja Lust, auch mal nach Berlin zu kommen, zum ersten Semester euch selber einzuschreiben für einen Bachelor- oder einen Masterstudiengang. Vielleicht sieht man sich mal. Bis bald.